Hallöchen und herzlich willkommen zum letzten Video des Reikwasser-Wochenendes und auch der letzte Raid somit jetzt. Ich muss nachher mal nach Hause. Ja, habe heute wieder um 9 Uhr angefangen, aber ja, da heute der letzte Tag ist, haben wir halt auf mega stressig gemacht. Und deswegen hatte ich bis jetzt keine Zeit zum Filmen. Jetzt beim letzten mache ich schnell ein Video, zeige euch dann noch, was ich habe. Wir haben heute auch wirklich viel, also 45 oder 46 Raids haben wir gemacht. Richtig viel im Gegensatz zu gestern am Sonntag, da hatten wir, ich glaube die 38 waren das. Ja, ist wirklich viel gegangen, sind viele rum. Also jetzt nicht so wie früher, wenn wir damals Rayquaza Raid Day gemacht haben, wo er von einem Jahr da war. Da weiß ich noch, da haben wir ungefähr 30 an einem Tag geschafft. Und dort haben wir aber schon um 6 Uhr oder um 7 Uhr am Morgen angefangen, nicht erst um 9. Und haben auch länger gemacht, wie ich jetzt höre, zum 5:45 auf. Damals haben wir auch irgendwie bis um 9 oder so, dann sind wir noch chinesisch essen. Ja, und am nächsten Tag nochmal. Aber da habe ich eben nur zweimal mitgemacht. Oder eineinhalb Mal, kann man sagen, damals, wo der Reikwasser da war. Ja, schauen wir mal, ob jetzt was Gutes rauskommt, weil ich habe heute leider keinen wirklich guten mehr bekommen. Also ich habe einen 93er und, nein, zwei 93er und einen 91er habe ich heute bekommen. Und der Rest ist alles, ja, Crap. Also halt keinen über 95 leider. Und dann habe ich halt den von damals, von diesen eineinhalb Raid-Tagen, habe ich einen 96er bekommen. Und jetzt in den letzten vergangenen zwei Tagen habe ich ja einen 96er und einen 98er bekommen. Ja, heute jetzt leider nichts mehr. So. Aber du, gut, ich muss sagen, es passt auch. Ich bin langsam richtig geschafft, jetzt die ganzen Tage hintereinander so viel zu raiden. Macht einen schon recht fertig, auch wenn ich jetzt nicht, also ich bin nicht die ganze Zeit selbst gefahren. Am Vormittag bin ich alles selber gefahren und dann am Nachmittag konnte ich jetzt kurz wo bei anderen mitfahren und jetzt bin ich halt im eigenen Auto wieder. Stehe natürlich, keine Panik, ich spiele nicht während des Fahrens. So. Leider ja auch nichts Gutes, war ja irgendwie zu erwarten. Oh, der hat aber knapp nur getroffen, ganz knapp. So, also Name wieder. Ja komm, ich habe eigentlich keine Lust mehr zu warten. Ich bin echt schon richtig müde. Ist schon anstrengend ein bisschen, auch wenn man denkt, ja, ist ja nichts, ein bisschen Pokémon spielen. Aber es ist schon anstrengend, wie shoppen gehen. Da meint man auch, ja, was soll daran anstrengend sein. Aber wenn du den ganzen Tag shoppen gehst, dann bist du danach einfach am Ende. So, darum, ich warte jetzt nicht mehr auf seinen Angriff, ist mir jetzt egal. Er ist eh schlecht. Hat eh schlechte Werte. Ja, aber er wird, Rayquaza wird sowieso nochmal kommen. Oh, ist drinnen geblieben, sehr schön. Ja, Rayquaza wird sowieso nochmal zurückkommen. Er muss ja noch als Shiny rauskommen. Und, oh, ein Pokémon Plus ist deaktiviert. Mal verbinden. Ja, er wird eh wieder kommen als Shiny und dann wahrscheinlich auch einen ganzen Monat. Und dann kann man nochmal machen und ja, traden. Ich kann ja auch noch traden mit dem Kollegen. So, ich mache hier mal WP. Da habe ich, der 93er müsste neu sein. 18.03. ja. Und wo war dann noch der? Ich glaube, der 91er war noch neu. Nein, der ist von gestern. Welcher war das jetzt?
der ist neu, noch neu, der ist von heute. Ja, keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall habe ich jetzt keinen mehr über 95 bekommen. Muss ich sagen, insgesamt bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Also ein 98er und ein 96er, den anderen 96er hatte ich ja schon. Aber okay, sagen wir, ich habe zwei Quasar, ein 98er, zwei 96er. Und musste den noch schnell winken. So, ja, eben, da sieht man sie. 164 gesehene Rayquazas. Ich habe natürlich nicht alle gefangen, aber also abgehauen sind mir eigentlich nur schlechte. Ein guter ist mir nicht abgehauen. 164 gesehene Rayquazas. Und ich habe einen 98er und zwei 96er. Das finde ich schon ein bisschen bitter. Ja, obwohl man natürlich, man muss nicht sagen, der eine, der Matahiro, der hat jetzt über 330 Raids gemacht und ist noch keinem 100er begegnet. Über 330, das ist schon heftig. Ja, so Leute, ich weiß, es ist ein sehr kurzes Video, hatte heute wirklich nicht viel Zeit und ich bin jetzt auch fertig, möchte nach Hause. Aber ich schaue, dass ich auf jeden Fall die nächsten Tage wieder mal ein bisschen mehr Pokémon-Videos mache. Vielleicht auch mal wieder ein bisschen Eier brüten oder so. Ja, mal sehen. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall allen eine schöne Woche. Und viel Glück bei dem Event, das ja bald kommt. Das Equi... oder wie man das auch spricht. Ja, viel Glück bei den Shinies und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.